Ja, hey, willkommen, mein Name ist Daniel P. und ich begrüße euch zurück zur Let's Play Dragon Ball Xenoverse. In der letzten Folge haben wir Piccolos Training abgeschlossen und ja, haben einige Parallelquests versucht, einige waren mehr erfolgreich als die anderen und wir sind jetzt wieder in der Story. Ja. Und mal gucken, eine weitere Verzerrung in der Geschichte. Ich sehe jetzt nach den Schriftrollen, kommst du mit? Ja, ich nehme an, jetzt kommen erstmal Cutscenes zur Zeitkammer, genau. Also geht jetzt nicht direkt noch in die nächste Story rein. Okay. Ja, 1987. Du bist durchsichtig. Ich habe schon eine Ahnung, was das bedeutet, aber es macht keinen Sinn. Was ist das? Das ist 俺の存在を消そうとしているのか。時の海王神様、俺は一体どうすれば？落ち着きなさい。消えかかっている今の君が動くのは危険よ。とはいえ、あまり時間はないわ。言ってくれるわね。すみません。お願いします。 Das macht keinen Sinn. In Dragon Ball Z haben wir doch gelernt, dass wenn die Vergangenheit, das war sogar im Gespräch zwischen ihm und den Z-Kriegern sogar Thema, dass wenn man die Vergangenheit verändert, sich die aktuelle Zeit, woraus er kommt, nicht verändert. Deswegen sind die Cyborgs ja immer noch da gewesen. Das macht irgendwie keinen Sinn. Also, ja. Die haben sich gerade hier selber intercepted, sag ich mal. Widersprochen, meine ich. Das geht eigentlich gar nicht. Aber bitte, wenn das die Story von dem Spiel ist, meinetwegen. Hi. Ich komme aus der Zukunft. Lager 3. Ah, das ist zerstörte Zukunft als Level. Wo bin ich? So, beide gleich wieder AP. Ja, wir sind auch gleich stark. Oh mein Gott, ich krieg hier wieder nur auf die Fresse, weil da zwei Gegner sind. Und ich muss wieder babysitten. Oh Mann! Oh mein Gott, jetzt geht's. Das wird schon wieder nicht gut ausgehen. Hier, Son Gohan scheint es aber auch nicht zu geben. Die haben echt ein paar Charaktere ausgelassen. Zwar sind die ganzen Hauptcharaktere und so und die Hauptbösewichte da, aber so ein paar andere Charaktere haben sie alle einfach ausgelassen. Finde ich jetzt nicht so prickelnd, aber geht schon. Wenn man jetzt mal ganz ehrlich ist, ne? Ist halt ein bisschen störend, aber. Oh mein. Aber wer diesen Verbrauch, wenn ich hier verliere. Oh mein Gott. Bleib doch mal. Wie die beide mal zusammen auf einen losgehen, ne?
Oh, was zum Teufel? Wer tut denn da so Rauch abschießen? Und ja, Trunks ist tot. Ja, schon vergessen. Ja. Ich hasse es, dass ich hier andauernd jemanden beschützen muss. Das geht mir so auf den Nerven in dem Spiel. Dass ich immer wegen so einem Mist verrecke, das ist so zum Kotzen. Ja, bitte. Okay. Trunks. Auch das, von da aus tun die anfangen, ganz ehrlich. Siege alle Gegner, super, ich muss die beide besiegen. Na, jetzt wollte ich wieder ein Kamera einsetzen und jetzt krieg ich wieder auf die Fresse. Bis zum bestimmten Punkt klappt das ja immer hier, aber dann krieg ich wieder auf die Fresse. So hier. Boah. Okay, was zum Teufel ist das für ein Angriff? Warum trifft er mich alle? Was ist das? Wahrscheinlich ist es danach manchmal zu Ende, ne? Alter. Na, warte ihr. Was ist der andere? Komm her. Und nochmal. Und nochmal. Jetzt bin ich angepisst. So, einer ist schon mal weg. Leck mich am. Oh, Kampf der Blondinen jetzt oder was? Los, bombardier die Trunks. Mir egal wie. Da kaum einen Gegner weg, schon läuft alles chillig. Oh, das ist der Angriff gegen Cell. Leck mich! Mein Gott! Komm mal ein paar die Ultimates gespammt. Alter, ich kick die Krise. Die Super Saiyajin von die Battle dabei dazu, dass man diese Angriffe spammt wie blöde. Hab ich so das Gefühl. So, die Zeitbox sind weg. Hoffentlich. Ich möchte nicht nochmal gegen die kämpfen. Bitte nicht. Ich verstehe irgendwie 17 ins Angriff nicht. So, ich mache jetzt mal maximal Gesundheit. Zack. Noch aber weiter. Und zwar etwas Schwierigkeiten, aber jetzt dürfte es ja wohl klappen, oder? Boah. Aha. Ja, jetzt kommen hoffentlich nicht noch mal die beiden. Hoffentlich nur Cell. Da ist nur ein Gegner, das ist gut. Blau in Super Saiyajin Form sein. In den Cutscene. Ja, verscheuchen, leck mich. Ich muss gehen. Mein Planet braucht mich. Na, nee. つまんない反応。これでトランクスを助けた。そう思ってるかしら？残念だけど、歴史を変えたところはもう一つあるのよ。聞こえますか？体がもとに戻りません。それどころか、どんどん透き通って、まだ歴史の改変が治っていないんです。やっと面白い反応してくれたじゃない。 今から改変された場所を探しても間に合わないわよ。せいぜいあがくことね。まあね。
gut. オッケー。そんな顔をするな、歴史の改変が起きている場所へ行きたいのだろう。連れて行ってやろう。さあ、私の手を取れ。迷っている暇があるのか。お前に選択の余地はないはずだ。そう。なん。時の海王神に伝えておいてくれ。近いうちに会いに行くとな。 Warum habe ich denen die Hand gegeben? Ich hätte ihm nie im Leben die Hand gegeben. Hallo? Man spricht nicht einfach so mit Fremden. Ah, was? Was meint er mit zwei? Rette Trunks vor Zellen? Nein. Warum? Wo macht der Schaden? Hey, auf den Schaden zu machen. Ich merke von dem Lebensschub gar nichts im Moment. Sind in Ruhe. Und den hier. Nein, so aus, als hätte ich auf Trunks gezählt. Ja, auf mich zu ignorieren, Mann. Aua. Ich kann nicht aufstehen. Bin jetzt hier auf mich. Aha. Auf ihn anzufassen. Oh, ich kann das echt nie einsetzen, wenn ich jetzt brauche. Diese Verteidigung. Was? Okay, ich wollte schon sagen. Mann. Und den hier. Spam so viel, wie es sein muss. Nein, hier geblieben. Bin ich einfach ignoriert, ne? So, meine Angriffe müssen jetzt stärker sein, ne? Kann nur einmal wieder belebt werden, kein Problem. Oh Mann. Nein. Nein, nein, du bringst jetzt nicht Trunks um. Nein, du bringst mich um. Friss das! Boah. Da fliegt er weg. Oh, die Kämpfe. Oh, was? Was für Kämpfe. War nicht so schwer wie gegen die anderen beiden. Ein Gegner ist mir echt lieber. その前に一つ、あなたは時の流れを超えて俺を助けてくれました。一体何者なんですか?
いつかわかる、ですか。それはどういう、お、消えた。Haben wir jetzt nicht erst recht alles? Ist er jetzt nachdem er aus der Cell-Saga gekommen ist? Der Trunks, oder ist er noch bevor? Muss ja danach sein, ne? Trunks, jokatta wa ne? Sumimasen, go shinpai wo okake shimashita. Sore ni shitemo...あの男は何者だったんでしょうね。俺たちを助けてくれましたが、時空を移動する技を使えるようですし、俺たちのことも知っているようでした。それに、なんだかまがまがしい気配が。Kann man sicher trauen. え?近いうちに私に会いに来るって?まさか。心当たりがあるんですか?いえ、きっと違うわ。あいつはもう、この世界に出てこれないはずだから。Anscheinend schon. Der hat irgendwas mit meiner Hand gemacht. Warum hab ich Blödmann dem die auch gegeben? Ne, ernsthaft, warum hab ich den gegeben? Ich hätte das nie gemacht. Ich hätte mich aufhalten sollen. So. Was wäre denn als nächstes? Ja.Zukunft in Frieden. Ich bin nicht völlig fit, also hat der Kerl schon die Zeit mir Ruhe verordnet. Ja. Okay. Dann würde ich sagen, als nächstes geht's in die Buu-Saga. Interessant. So hätte man die Cybox auch reinpacken können ins Spiel, genau. Hey.So, Kumpel, du hast sogar Zellbesieg. Hier ist ein Geschenk für deine Bemühung. Es gehört dir. Ach. Gucken wir erstmal, ob ich noch irgendeinen anderen Meister hier holen kann. Song Won ist anscheinend ein bisschen zu stark. Seine Quest jedenfalls. Kid Gohan war da irgendwo hier. Hier stand auch mal irgendwann Cell. Weiß nicht, ob ich den auch auf der Kamera hier hatte.Mehr oder weniger. Kann ich ja in der nächsten Session wieder Nebenquesten, wo hoffentlich dann auch weiterkommen. Muss noch viel trainieren, habe ich so Gefühl. Jetzt erzählen neue Sachen oder Fähigkeiten. Das ist mal Fähigkeiten. Ketten Destruction, dasselbe. Die kriege ich noch von irgendwo anders, glaube ich. Ich weiß noch nicht wo.Son Goku's Mundroschige. Ja, ich habe hier ein paar Sachen geholt. 10-19 Kleidung. Ich finde das irgendwie so komisch. Commander Red auch. General Blue. Blue. Bösen Zauberers. Ich finde das irgendwie so eine kleine Tease irgendwie, dass hier Klamotten von Charakteren zu kaufen sind, aber die Charaktere nicht selber spielbar sind.Meister Kaios Feder, so. Neue Modell, was bringen die eigentlich? Vor allem der rote Scouter sieht genauso aus wie der lila, ne? Ist ein bisschen doof gemacht. So, ich suche noch einen Meister, hier läuft niemand herum. Niemand will mein Meister sein. Müssen wir eine Parallelquest machen. Anscheinend.Muss ich warten, bis sie die Gegner, die Charaktere wieder neu spawnen, sag ich mal. Da ist Krillin. Wir können ja von Krillin wieder der Schüler werden. Also, was macht man das? Kann ich hier noch etwas beibringen? Zurück, irgendwann. Ich bin irgendwie glücklich. Okay, ich warte ein gutes Training. So.Ja, ist trotzdem abgeschlossen und Max. Okay. Ja. Hier, nimm das. Jetzt sagen, wie du willst.
Okay. Ja. Okay, ich kann aber noch nichts mit ihm machen, anscheinend. Dann machen wir noch ganz schnell eine Parallelquest. Wird auch noch zu schaffen sein. Herausforderer Mr. Satan. Mr. Satan ist besiegt. Bleh. Siehe 7 Zell Junior, besiege Zell. Noshi 1 und Goku's Jahrradkleidung. Machen wir die. Noch so eine Babysit-Mission habe ich keine Lust. Ganz ehrlich. So, dann haben wir jetzt Trunks. Sehr schön. Ohne lange Haare irgendwie. Finde ich auch ein bisschen nervig. Aber egal. Und ja, nimm mal Trunks, ne? Okay, so sah der aus, als er gegen Cell in seiner Zeit gekämpft hat, aber trotzdem. Wir haben den langhaarigen Trunks nicht reingebracht. Ich meine, da hätten sie auch, da haben sie auch mit Son Gohan Auge gemacht. Hier mit den Kleinen, hätten sie mit ihm auch machen können jetzt. Also sowas verstehe ich schon wieder nicht. So, 7 Cell Juniors. Ja, Son Gohan hat die alleine platt gemacht, also wird man hier auch schaffen. Ein sinnloser Kampf. Okay. Son Gohan jetzt dauerhaft im Super Saiyajin Modus. Kann er jetzt eigentlich nur Angriffe spammen? Glaube ich ja nicht. Ne, der wäre zu überpowered. Wie er kann sprechen. Auch, er hat gar nichts abgezogen. Aber ich habe Gruppenenergie, also kann hier noch nicht so schnell was passieren, finde ich jetzt. Ja, kann ich auch hier. Maha. Ah. Oh, ich habe fast gar nichts abgezogen. Oh mein Gott, ich krieg die hier nicht. Warte. Da wird schwieriger als gedacht, habe ich so gedacht. Wahrscheinlich kommt ja noch Cell am Ende. Und gibt uns voll auf die Fresse, ne? Okay, sehr gut. Was ist das? Mal wie ein Budokai. Ausweichen und direkt nächsten einsetzen, ne? Warum ist mein Ausdauer in letzter Zeit immer so schnell weg? Nachdem ich mich im Super Saiyajin verwandelt hatte. Oder was? Oh, das ist er. Ich darf ihn getroffen werden, jetzt ganz ehrlich. Ich weiß, ich bin unglaublich. Zwar hat die 17 und C18 vorhin die Fresse bekommen, aber egal. Extra. Abgebrochen. Ich finde diese Level also richtig geil hier im Himmel. Einfach nur im Himmel kämpfen, das ist auch geil. Was ist das? Okay. Wer hat jetzt hier wen getroffen? Ich habe das nicht so mitbekommen. Na, hatte Piccolo auch das beigebracht? Oder das? Bams! Noch Mann. Was ist das? Ah, zurück. Ich meine, weiter. Ja, mein Ausdauer ist weg. Na, zum Teufel. Und es fällt. Okay. Hey, ihr habt doch Dings gekämpft. Son Goku gegen Super 17. Oder? Will ich mir jetzt mal. Das Level auch in Tenkaichi? Doch, ja, ne? Boah, geil, die Dinger gehen kaputt. Sehr schön. Oh, meine Zeit läuft ja ab, hab ich so ein Gefühl.
Ja, wird schon irgendwie klappen. Bam, und zack. Boah, die AP meiner Gefährten, ne? Warum kriegen die so auf die Fresse? Die Gegner sind doch nicht so stark. Und die ziehen eben fast gar nichts ab. Auf zu blocken! Sehr gut. Euer Kombo hier. Oh, wollte ich gar nicht. So ist das. Bams. Und den hier. Mann. Ah, hier geblieben. Haut uns einfach alle beide. Okay, ich sehe mich aber hier irgendwie nicht drauf gehen. Ja, okay, gut. Fitness. Fehlen noch drei. Wahrscheinlich müssen wir jetzt gegen drei auf einmal kämpfen, ne? Jetzt sehe ich das schon kommen. Oh nee. Ja, drei auf einmal. Sehr gut. Ist das? Okay, der Part muss langsam ein bisschen schneller hier zu Ende gehen. Ist das? Ich kann mir halt online so richtig gut vorstellen, du verwaltest den Super Saiyan, ballerst die ganze Zeit irgendeinen Angriff. Irgend so einen broken Angriff. Machst damit alles fertig. Ich wollte eigentlich greifen, aber ich kann ja nicht blocken anscheinend. Wenn meine Ausdauer weg ist. Zum Dreck. Komm her! Bams. Oh nee! Nee, jetzt schon gut, keine Sorge. Hi, na? Ma! Oh. Aber vielleicht will ich ein paar Tier beenden. Ich dachte erst, ich hab die Keybälle zurückgeworfen und ihn dabei getroffen. Sehr gut, Tango an. Hat doch was, von dem gleichen Lehrer trainiert zu werden, ne? Gut gemacht, Tango an. Wo ist das? Sehr gut. So. Sehr schön. Der Angriff ist immer noch voll überpowert. Oh nee. Stimmt, aber der Angriff in die Kombi einzusetzen ist auch, glaube ich, nicht so eine gute Idee. Nix da. Falscher Angriff. Sehr gut. Ich greife mir den einfach. Okay, und zu Ende. Warum kann ich die letzten Drinks auch? Sonnenbrille, Mutnoroshi. Boah. Wieso kann ich immer so billige Sachen, wenn ich aufnehme? Okay. Lief nur halbwegs gut. Finde ich. Dann tun wir erstmal. Ach, mein Meister ist immer hier anscheinend. Okay, gut zu wissen.
Dann beende ich jetzt mal hier den Part und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder, wo wir weitere Parley-Quiz machen. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage tschüss, bis zur nächsten Folge.